Halt, stopp! Bevor diese Folge losgeht, würde ich noch kurz sagen, in Hobbs Haus gibt es hier einen Pokéball. Da liegt ein Pokéball, der einen Glumanda enthält. Du liest dir den beiliegenden Brief durch. Liebe Maike, dieses Glumanda ist etwas ganz Besonderes. Ich will, dass du sein neuer Trainer wirst. Lass uns bald wieder nach Herzenslos kämpfen. Viele Grüße, Deleon. Und hier kriegt man einfach so einen Glumanda, dass man auch Giga Dynamaxen kann. Zu einem Giga Dynamax Lurak am Ende. Also nicht verpassen. Willkommen zurück zu Pokémon Schild. Wir sind hier in Turfield stehen geblieben. Denn, warum sind wir wieder in Turfield? Was wollen wir denn hier? Hier hat ein Signal ausgeschlagen. Und ich habe schon eine Vermutung, wo das ausgeschlagen hätte sein können. Huch, das ist der Champ. Ja, wir waren der Champ. Seit ein paar Folgen sind wir der Champ. Und ich glaube, hier oben sind die Vollidioten, die wir letzte Folge suchen. Denn der Champ ist echt phänomenal. Dankeschön. Oder? Sind sie nicht hier? Vielleicht sind sie am Stadion, wenn sie nicht hier sind. Oder sag mir jetzt nicht, ich muss dieses verdammte Rätsel lösen, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich hoffe mal nicht, weil ich check das Rätsel hier nicht. Wir gucken mal ganz kurz im Stadion vorbei. Vielleicht ist das hier gemeint. Hä? Was ist bei dir denn hier? Huch, na wenn das nicht... Oh, der Champ. Gut, dass du hier bist. Lange nicht mehr gesehen. Was für eine lässige Begrüßung. Als unser neuer Champ bist du ja noch eine Nummer größer als die Dynamax-Pokémon. Also, ich war gerade mitten in einem Schaukampf mit Ness, als plötzlich dieses Dynamax-Pokémon ins Stadion geplatzt ist. Von seinem Trainer war weit und breit nichts zu sehen. Wir haben uns sofort um die Evakuierung der Zuschauer und des Personals gekümmert. Ja! Okay, jetzt sollten auch alle Zuschauer aus der Nordkurve des Stadions in Sicherheit sein. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, das Dynamax-Pokémon tobt immer noch umher. Danke für deine Hilfe, Hop. Ich wusste, wir können auf dich zählen. Du bist echt ein herausragender Arena-Challenger. Tja, und trotzdem habe ich im Fortunia den Kürzeren gezogen. Ah, Maike! Ich bin doch diesen beiden Vollidioten gefolgt und da habe ich gesehen, wie sie ins Stadion von Turfield stolziert sind. Ich wollte sie noch weiter verfolgen, aber dann ist hier plötzlich Chaos ausgebrochen. Da musste ich einfach helfen. Leider habe ich die beiden dadurch völlig aus den Augen verloren. Tut mir echt leid. Ich würde ja zu gerne mehr über diese beiden merkwürdigen Gestalten erfahren. Aber zuerst müssen wir dafür sorgen, dass dieses Dynamax-Pokémon sich wieder beruhigt. Wir haben es hier mit einem ziemlich starken Gegner zu tun, Maike. Als Champ wirst du uns doch sicher zur Seite stehen, oder? Aber klar doch. Alles klar, dann auf zum Kampfplatz. Okay. Schätze, ich bin auch dabei. Das Pokémon trifft zwar keine Schuld, aber es geht mir trotzdem gegen den Strich, dass es mir die Show gestohlen hat. Als Bruder des ehemaligen Champs bist du doch auch mit in der Partie, oder? Ich weiß nicht, ob ich euch eine große Hilfe sein kann. Gut möglich, dass ich euch eher ein Klotz am Bein bin. Also, ich kenne deinen Bruder zwar kaum, aber ich bin mir sicher, dass er sich nicht leicht von seinem Weg abbringen lassen kann. Obwohl er sich zugegebenermaßen ziemlich oft verläuft. Kommst du? Na schön. Das kann wohl einfach nicht anders. Er ist eben durch und durch ein großer Bruder. Los, wir sollten die beiden nicht laden lassen. Yes. So, was wollen die hier überhaupt? Oder was? Aber wir kämpfen erstmal gegen den. Was? Ein Dynamax Fruyal. Ein Dynaraid so gesehen. Okay. Warum schieße ich mit dem Finger? Ich gehe doch wieder zurück. Na egal. Ja. Kursi. Dynamax Kursi. Das wäre doch interessant. Aber bitte nicht killen, bitte nicht killen. Ich will noch gerne Dynamaxen hier. Das wäre noch ganz nett. Aber bitte nicht auf mich gehen, bitte nicht auf mich gehen. Ah, geht auf mich. Oh mein Gott, wenn ich jetzt verreckt, ne? Dann wäre ich ausgerastet. Dann wäre ich wütend gewesen. Ganz ehrlich. So, aber ja, wir werden diese Folge auf der Jagd sein nach den Vollidioten. Bruchrüstung von Kursi wirkt. Initiative steigt. Stark. Apfelsäure. Ach lol! Da hat hier die Schildweiterentwicklung von Knapfel. Cool, cool.
Was, ich kann keinen Dynamaxen? Oh, wie lame. Wie auch immer. Was? LOL. Warum ist das dann nicht bei Online-Kämpfen so, dass man da so unten links das sieht? Hier machen die sowas extra rein. Aber sonst muss man immer die Animationen sehen. Ich check's nicht. Wow. Bam. And she's dead. Nice. Darf ich's fangen? Nö, anscheinend nicht. Naja, muss auch nicht sein. Warte, was? Jaro, setz Beleber ein. Puh, das wäre geschafft. Dieses Dynamax-Zeug ist mir einfach nicht geheuer. Du bist nach wie vor kein Freund vom Dynamax-Phänomen, wie? Aber in diesem Fall kann ich es nachvollziehen. An dieser Dynamaximierung eben war etwas faul. Da war keine Spur von seinem Trainer. Außerdem konnte Fruyal seine eigene Kraft nicht richtig kontrollieren. Es hat fast schon verwirrt auf mich gewirkt. Stimmt. Für gewöhnlich dann maximiert sich ein Pokémon, dem es auf ein Dynamax-Brand reagiert. Die Harmonie zwischen Trainer und Pokémon wurde doch durch irgendetwas gestört. Hast du irgendwas Ungewöhnliches gespielt, Maike? Weiß nicht. Hm, vielleicht ist es noch zu früh für heutige Schlussfolgerungen. Jedenfalls lässt sich ein Trainer hier nach wie vor nicht blicken. Eine äußerst rätselhafte Sache. Endynalos 2? Spaß. Ich werde dafür sorgen, dass man sich im Stadion von Turfield gut um Fruyal kümmert. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe, Leute. Ihr habt mir echt aus der Patsche geholfen. Maike, falls du jemals meine Hilfe brauchst, dann lass es mich wissen, okay? Eine seltene Ligakarte von Jaro erhalten, okay? Das ist gut, mein Kleines, dann komm mal mit. Ucha, ucha. Du hast unseren Dynamax-Schauspiel doch tatsächlich ein Ende bereitet. Oha, oha, wie erwartet hat der Champ der Pokémon-Liga nichts Besseres zu tun. Hier steckt der zwei also. Gebt uns das rostige Schwert und zwar sofort. Oha, oha, ist mir neu, dass es sich dabei um dein Eigentum handelt. Und selbst wenn es so wäre, wir geben dir gar nichts zurück. Boah, ich piep's wohl. Kommt auf der Stelle da raus. Was habt ihr überhaupt hier zu suchen? Ich dachte, alle Zuschauer und das Personal seien aus dem Stadion evakuiert worden. Und der Live-Vorschriften gelten nur für den Pöbel. Für den Pöbel. Unser Eins betrifft das nicht. Ganz genau, denn wir sind berühmt. Hä? Und dass jemand mit solch einer absurden Frisur wie du das nicht begreift, wundert mich kein bisschen, mein geschmacksverirrter Freund. Okay. Und erst dieser absonderliche schwarz-weiße Look. Skandalös, nicht wahr, Bruder? Ist mir doch egal, was zwei unverschämte Ignoranten wie ihr von mir haltet. Wie dem auch sei, unser Experiment war ein voller Erfolg. Gewiss doch, als nächstes sollten wir versuchen, noch stärkere Pokémon zu dynamaximieren. Gewiss doch, und zu guter Letzt enthüllen wir die wahre Natur von Sashi und Samosenta. Was habt ihr mit Sashi und Samosenta vor? Sperr die Lasche auf, wir wachsen der Champ. Wir werden ab sofort ein Dynamax-Pokémon nach dem anderen Amok laufen lassen. Wenn du uns arbeiten willst, solltest du dich besser in unsere formschönen Fersen häuften. Die berühmtesten Fersen, die ihr je zu Gesicht bekommen werdet. In diesem Sinne, adieu. Also ist dieses ganze Chaos auf eurem Mist gewachsen? Hey, bleibt gefällig stehen. Ihr könnt euch einfach abhauen. Nimm mal mit der Ruhe, Hopp. Du darfst nicht gleich den Kopf verlieren. Aber die zwei machen die Mega, wir müssen die sofort aufhalten. Sie können uns geradeswegs in eine Falle locken. Wir sollten ihnen nicht blind links nachlaufen. Aber... Na schön, das ist wahrscheinlich recht. Gut, dann atmen wir jetzt alle mal tief durch und beruhigen uns. Aus dem wirren Gebrabbel dieser beiden Typen können wir zumindest schon einmal erschließen, dass sie Vollidioten sind. Uns nicht richtig. Ich meine, dass sie das Pokémon zu deiner Maximierung gezwungen haben. Und sie wollen dasselbe mit anderen Pokémon machen. Müssen sie aufhalten. Ganz meine Meinung. Um das rostige Schwert kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal was gegen diese Typen unternehmen. Maike, Ness, die schnappen wir uns. Jo. Das machen wir.
Wo sind wir denn jetzt? Lass uns mal auf die Karte schauen. Oh, obwohl. Und was passiert hier? Ah, da bist du ja, Maike. Es herrscht das reinste Chaos. Die Messwerte für Gala-Partikel in Turfiel haben sich gerade normalisiert. Jetzt schlagen die Detektoren in den Stadien von Kilton und Engine City wie verrückt aus. Müssen wir sie in alle Arenen nochmal rein. Aber erzähl mir doch erstmal, was hier genau passiert ist. Was? Ein Dynamaximentes Pokémon hat ins Stadion gewütet? Hm, diese beiden Clowns stecken dahinter. Oh, Sania! Nanu, was machst du denn hier, Hop? Und Ness, du bist auch da. Was bringt dich ins Turfiel-Stadion? Solltest du nicht in Spikeford sein? Warum? Als ehemaliger Alanata kann ich mich ja wohl herumtreiben, wo ich will. Aber jetzt egal. Sind etwa auch in anderen Stadien Dynamax-Pokémon ausgedeckt? Ganz genau. Aus den anderen Städten erreichen mich ähnliche hohe Werte wie zuvor aus Turfield. Das könnte auch Mary in Gefahr sein. Keine Sorge. In Spikeford scheint momentan noch alles im Lot zu sein. Bisher steckt der Detektor nur für Kilton und Engine City aus. Boah, verstehe. Wir können also auf keinen Fall tatenlos rumstehen und im Däumchen drehen, werden diese Typen wahllos Pokémon zu deiner Maximierung zwingen. Was, das siehst du doch auch so, oder, Maike? Junge, die haben Vollknall, die beiden. Diese Entschlossenheit, du klingst sogar schon wie ein echter Champ. Das Aufspielen der beiden Clowns könnt ihr mir überlassen. Wenn ich Augenzeugenberichte aus dem Internet abgleiche, sollte ich ihren Aufenthaltsort relativ leicht ermitteln können. Damit überlassen wir die Rechtercherche, Sanja, stimmt's? Wir sollten derweil die anderen Stadien nach den beiden durchkämmen. Ich denke, ich weiß schon, wo die sind. Und die Maps zeigt mir das auch an. Yep. In Kilton und danach in Engine City. Nochmal alle Arenen durchklammern. Super. So, mal kurz rein. Hat sie gerade gesagt, guten Tag, Champ? Das will ich nochmal lesen. Ich habe sie gerade gesagt, guten Tag, Champ. Ja, ja, ich bin der Champ. Guten Tag, Champ. Lol. Wenn das nicht unser neuer Champ ist, du hast doch tatsächlich Delion, den du in Schlagdrachen besiegt. Ist einfach der allerbeste. Willkommen, Champ. Oh, ich bin so besonders und so wichtig. So. Hey Kate. Haltet lieber etwas Sicherheitsabstand, Leute. Da drin ist es, gerade ziemlich gefährlich. Wir wissen schon, was hier los ist. Sind die Zuschauer und das Personal in Sicherheit? Ja, gerade eben haben wir die letzten Akte evakuiert. Hm, ihr seid schon eine interessante Truppe. Hätte nicht gedacht, dass ihr drei euch mal zusammenschließen würdet. Ist das gerade irgendwie relevant? Wir sind hier, um zu helfen. Hilfe können wir ziemlich gut gebrauchen. Dieses Dynamax-Pokémon ist so unfassbar stark. Zusammen mit euch wäre ich um einiges unversichtlicher. Packen wir es an. Heute ist mal wieder so eine Folge, da bräuchte ich Nuden. Aber es passt schon. So viele Stimmen, wie ich hier machen muss. So, welches Wasser-Pokémon kommt auf uns zu? Es ist... Garados. Ups, sorry für diesen kleinen Cut. Angriff ist geschwächt wegen, der Zwinger. Aber das passt schon. Ich würde sagen, wir setzen Kehrtwende ein, damit wir unser Pokémon tauschen können. Bam, machst du nicht so viel Schaden, aber... Dann können wir zumindest Schaden machen und unser Pokémon wechseln. Das ist doch was. Ich werde jetzt sagen, Houtini passt am besten, weil Pflanze gegen Wasser. Garados, by the way, Wasserflug. Ja, es ist ein Flug-Pokémon. Garados. Ich werde das haben wir jetzt nicht erwartet, aber man kann tatsächlich in zum Beispiel X und Y gibt es da diese Flugkämpfe, da kann man tatsächlich mit Garados kämpfen. Das habe ich auch öfter mal gemacht. Das ist lustig. Weiß nicht, warum die Garados Typ Flug gemacht haben. Aber man sieht ja hier, Garados kann fliegen. Aber es kann kein Fliegen einsetzen. Es kann nicht wirklich fliegen. Es hat keine richtigen Flügel zum Fliegen. Aber trotzdem ist es Typ Flug. Wie auch immer. So. Ich darf immer noch kein Dynamaxen. Super.
Ba-ba-dum. Warum darf Hopp immer? Voll unfair. Gibt die ganze Zeit an mit seinem Libello. Der so einen halben Derb macht immer. Und dann so ausrastet hier. Gefühlt der Einzige mit so einer Animation. Deiner Angriff. Bam. Warum machst du... Ja, egal. Warum ein Feuer-Pokémon Dynamaxen? Das ist ein Wasser-Pokémon. Ja, guck mal. So, Barrikadax greift mit an. Ich greife mit an mit Blättersturm. Sehr effektiv. Okay. Und zack. Nochmal eine rauf da. Was macht er? Oh oh. Statuswerte verändert. Ich glaube, das ist sogar eine Attacke dafür, dass ich alle Statuswerte wieder behebe. Aber nicht mit Routini. Hm. Ich würde sagen, wir machen nochmal Blättersturm. Ich glaube, wir haben jetzt eh gewonnen. Gegen wen? Nein, komm mal! Dead. One dead boy. Uff, uff. Aber wir haben jetzt eh diese Runde gewonnen. Bam! Und dann ich nochmal. Und dann mache ich einen Final Hit. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Spaßverderber. Und da geht's down, es explodiert! Und es ist wieder normal. Ja, Normalgröße nicht, aber relativ. Ah, hier ist zu verdanken, dass niemand verletzt wurde und wir die Lage wieder in den Griff bekommen. Wir werden uns hier im Kildenstadion um das Pokémon kümmern, bis es sich wieder erholt hat. Ach, noch was, Maike. Solltest du jemals meine Hilfe benötigen, kannst du immer auf mich zählen. Eine seltene Ligakarte von Kate. Also, man sieht sich. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Die Schwerttypis sind nicht da. Schwert- und Schildtypis, also die Vollidioten, meine ich. Okay. Dann auf nach Engine City. Gut, jetzt kriegen wir noch eine Folge hin. Vielleicht noch eine weitere, vielleicht dann noch eine weitere, aber mehr schauen wir nicht, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Mal schauen. So, gehen wir ganz kurz meine Pokémon heilen. Boing, 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 bang, bang, ba, bang. Dankeschön. Ja, ja, ich beiße schon bald wieder irgendwann. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, und jetzt schnell dahin. Komm, Rotom, lädt dich auf. Ich hasse dieses Bike in diesem Gen. Das muss ich erstmal aufladen. Wow, wie dumm. Lass es doch für immer aufgeladen sein. Ich check das nicht. Wer kam auf die Idee? What were they thinking? Wie auch immer. Machen wir weiter. Sion, der Champ. Und Ness und Hopp. Das hast du auch gleich mitgebracht, der Champ. Ja? Und ich habe das voll dumm vorgelesen. Tut mir leid. Oh, sie erinnern sich an mich, Kabu? Das freut mich total. Aber klar doch. Immerhin habe ich mit großem Interesse verfolgt, was für eine grandiose Leidenschaft ihr beiden bei eurer Arena-Challenge hingelegt habt. Ich glaube nicht, dass wir gerade Zeit für ein gemütliches Schwätzchen haben. Da hast du natürlich recht. Die Lage im Scheitern ist natürlich sehr ernst. Und genau deshalb bin ich hier. Hervorragend. Ich hatte mir schon den Kopf darüber zerbrochen, wie ich es alleine mit solch einem starken Gegner aufnehmen soll. Aber mit euch an meiner Seite brenne ich geradezu auf einen Kampf. Dann mal los. Boah, ich habe voll Kabus Stimme verkackt. Ich weiß seine Stimme nicht mehr, wie ich ihm gegeben habe. Aber ich denke, die Stimme ist auch ganz okay. Ein Kurtel. Was geht? Oh yeah. Dürre. Weiß gar nicht, was Dürre gerade macht, aber... Nicht wichtig! Ich darf auch mal Dynamaxen, das ist also sehr lieb. Machen wir Dynamax und Dynaflut. Auf Grüttel. Und dann sollte es schon down gehen. Oh ja, yeah, ich darf endlich mal Dynamaxen. Sehr lieb von euch, Leute. Echt, ey. Sehr, sehr lieb. Oh yeah, it's showtime. Und Dynaflut.
Peng, peng, bro. And he dead. Was? Er ist nicht tot? Krass. Vielleicht ist es auch so gewollt, dass die nicht sofort sterben können. Das weiß ich jetzt nicht. Oder ob ich einfach nur Pech hatte, dass er nicht sofort stirbt. I do not know. Aber was ich weiß, ist, dass ich jetzt erstmal nebenbei was esse. Darf ich ja auch, ist auch meine Folge. Ich darf entscheiden, was ich mache hier. Nice. Das bist aber wirklich tot. Kein Entkommen mehr, Freund. Und da geht er down. Und alle jubeln. Maike, Maike. Sieht ganz so aus, als hätten wir gerade noch mal ein großes Unglück verhindern können. Das Pokémon kann sich vorerst hier am Stadion etwas erholen. Ach, und Maike, wenn du mal Hilfe brauchst, bist du bei mir an der richtigen Stelle. Kabus, die Welt in der Ligakarte. Ja, ich verstehe schon, ihr müsst noch woanders nach dem Rechten sehen, wie? Dann mal los, ihr jungen Hüpfer, viel Glück. Piep, piep, piep. Piep, piep, piep. Ist das ein Smart Rotom, der so klingelt, Maike? Ruf mich einfach jemand an. Ding, wir nehmen mal an. Ach, Sonja. Maike, wir haben ein Problem. Die beiden Clowns sind im Pokémon-Labor aufgetaucht. Was? Sonja, das ist okay bei dir? Momentan nerven mich die zwei nur rigoros damit, dass sie die Wunschhelle haben wollen. Noch kann ich sie ins Schach halten, aber kann ich trotzdem schon vorbeischauen? Piep, piep, piep. Diese Witzbeute haben es auf die Wunschhelle abgesehen. Wir müssen Sonja helfen und das rostige Schwert zurückholen. Los, gehen wir schon zum Pokémon-Labor, Maike. Schon wieder Schürze, völlig unüberlegt los. Ich weiß nicht, ob er das einfach nur... Ob das einfach nur Naivität oder Mut ist. Zum Pokémon-Labor? Da müsst ihr uns recht sein. Ich sehe das mit euch bis zum Ende durch. Habt ihr keine Hobbys? Na dann. Dann let's go. Jetzt. Okay. Was wollen die denn jetzt dort machen, ey? Was wollt ihr da? Wollen wir nochmal heilen? Ist es so nötig? Nee, ist es nicht. Gut. Dann lassen wir's. Also, das Spiel ist eigentlich schon ganz toll. Uns können sie nicht vormachen. Dafür sind wir viel zu berühmt. Unser Gespür sagt uns, dass die Wundsterne, die Rose gesammelt hat, die Rose gesammelt hat, sich in diesem Labor befinden und unser Gespür lügt nie. Diese Scherze sind viel zu wertvoll, um sie den schmutzigen Händen des Pöbels zu überlassen. Also ja damit. Wird's bald? Was hat die Tatsache, dass sie für sich berühmt halten, dass sie sich für berühmt halten, mit den Wundsternen zu tun? Ich kann mir nicht erklären, woher sie von den Wundsternen im Labor wissen, aber wir werden sie ihnen ganz bestimmt nicht aushändigen. Ganz recht. Es ist offensichtlich, dass sie den wahren Wert der Wundsterne nicht begreifen. Folglich sollten sie die Finger von ihnen lassen. Du meine Güte, was ist also mit denen zu tun, Brüderchen? Wirklich unfassbar, dass wir hier erdulden müssen, mein lieber Bruder. Haha. Wenn hier jemand etwas erdulden muss, dann wohl die beiden Professorinnen. Hab! Ich werde nicht zulassen, dass ihr wieder Pokémon gegen ihren Willen deiner maximiert. Und das rostige Schwert könnt ihr auch nicht wieder rüberwachsen lassen. Oha, oha. Wir waren uns so sicher, dass der Champ hier aufkreuzen würde. Aber jetzt müssen wir uns mit dem Verlierer zufrieden geben. Ich schätze, er hat seine vernichtende Niederlage gegen uns bereits vergessen und möchte erneut in den Grund und Boden gestampft werden. Ich... Hey, lass dich ja nicht von diesen zwei Clowns unterbutten. Unterbieten, unterbutten? Stand da unterbutten, oder? Ganz meine Meinung. Diese Niederlage darf ich dich nicht so aus der Bahn, werfen. Okay. Nicht unterkriegen lassen. Danke, Maike, du hast recht. Dann lass uns diesen Pappnasen mal den Weg zur Tür zeigen. Pappnasen? Du wagst es uns, Pappnasen zu nennen? Das ist der Gipfel der Unverschämtheit, mein lieber Bruder, einer Frauen. Dass der Tag kommen wird, an dem wir uns der Art von Pöbel beleidigen lassen müssen. Ich teile deinen Schmerz, Brüderchen.
Als Vertreter unseres noblen Geschlechts dürfen wir diese Schmach keinesfalls erdulden. Dieses Mal haben wir unsere kampferprobten Pokémon mitgebracht. Dieses Kräftemessen wird auf einem anderen Niveau stattfinden. Oh no! Schildrich und Schwerthold. Und by the way, Tektas ist, gibt es schon länger. Ist nicht neu. Keine Ahnung, warum ich das nicht kannte. Machen wir mal so. Ich glaube, es geht ganz gut klar so. Was? Als ob der jetzt so mit Volltreffer ankommt. Ihr wollt mich doch echt veräppeln hier, oder? Was zum Frick? And he dead. Oder auch nicht. Natürlich. Wow. Aber nur wow. Weißt du, was ich sagen soll? Ja, ja, ja. Warum setzt du Risikotackle ein? Warum hat der Risikotackle und nicht das andere, was ich hab? Rückzug. Oh, nervig. Du killst! Ja, okay, habe ich bei ihm erwartet, aber trotzdem! Das ist die Vorentwicklung von Durengard. Ihr wisst alle, wie schlimm Durengard ist, hoffentlich. Ja, sorry, Zwolok, ne, aber sehr effektiv gegen beide. Das ist mir schon wert. Ist diese Bronzong schon mal down? Nein, gegen Zwolok ein Volltreffer, als ob. Wie viel Pech kann man haben? Signabrim, level up. Danke, du Klinge. Uff, sorry, Zwolok. Sorry, Bro. Sis. Libalo. Legios. Ja, machen wir. Zauberschein. Macht, glaube ich, mehr Hersinn. Bam, boy. Vielen da. Nicht auf mich. Doch, auf mich, natürlich. Natürlich auf mich. Warum nicht auf mich? Zauberschein auf euch beide. Legos ist down. Aber du killst lebt noch. Verdammt. Als ob. Verdammt. Verdammte Kacke, ey. Boah. Wen setze ich denn jetzt ein? Kursi. Ich setze Kursi ein. Klick, die Klack. Boah, ey, ach so, der immer noch seine gleichen Pokémon. Aber trotzdem, ey, nervig. Aber, Wir setzen Bürde ein. Auf Duokils. Duokils muss weg. Bitte setz nicht auf Duokils ein, sondern auf Klick die Klack, ja? Oh Gott. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist das nicht sehr effektiv gegen Klick die Klack. Boah, hopp. Level up für Kursi, 65, nice. Gangwechsel. Gangwechsel. Ja, okay, es ist normal effektiv, immerhin. Kesurio? Als ob der ein Kesurio hat. Ich versuche mal Spiegelcape, die auszutricksen. Nice. Obwohl Stromstoß, weiß ich gar nicht, ob das jetzt... Nee, ist es nicht. Verdammt, das zählt nicht. Oh, das war dumm. Okay, wechseln sollen, glaube ich.
Agilität, dein Ernst? Greif's nicht mal an. Der Schwert-Heini hat noch zwei Pokémon. Oh nein, Kursi. Ey, wenn die meinen Kursi besiegen, dann spaß ich echt nicht mehr mit dem. Zwolok. Rein da mit dir. Ran da an den Speckmörder. Hehe. Gegen wen wäre das effektiv? Gib dir Kack. Cesurio habe ich noch nicht bekämpft? Als ob ich Cesurio noch nicht bekämpft habe. Lol. Greif mal Cesurio an, bitte. Danke. Oh, sehr effektiv. Das ist nice. Und ein Volltreffer. Gut gemacht, Libelo. Gangwechsel. Oh oh. Da pusht er sich mit der Initiative und der Angriff. Und ich mach Watteschild, damit ich nicht instant KO gehe. So, dann macht Zektas. Was zum Glück fast down ist. Und ich greif dich an, kick die Klack. Ey, was ist das denn für ein... Oh, das ist doch albern. Mein Gott, was soll denn der Rotz? Ganz ehrlich, was soll denn das? Ja, wow. Beide gingen auf Klick die Klack. Super. Okay. Halt doch auf mit Agilität, Hopp. Kämpf mal richtig mit. Meine Güte. Gegenstoß. Ja, okay. Planänderung. Ja, das hast du davon, wenn du dich angreifst. Selber schuld. Kramor. Anspannung. Okay. Oh. Heilen. Ich habe eine Idee. Ich kann ja gleich Zuflucht machen. Yo. Klick die Karte schon mal down. Hat sich geopfert. Zwolok und den Talon Level Up. Krass, Level 69. So, Kopfnuss und danach Zuflucht, dann bist du down, mein Freund. Grimasse? Ernsthaft, Kramor? Grimasse? Why? Ist zurückgeschreckt. Nice. Zuflucht! Juhu, wir haben gewonnen! Nice, 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 nice. Bruder, einer ist als unglückliche Situation. Bruderchen, das muss ein Irrtum sein, findest du nicht? Geht doch, wir haben gewonnen. Aber diese Pokémon haben wir doch im Schweiße unseres Angesichts trainiert. Paar euer kleiner Erfolg sei euch gegönnt. Jedoch muss ich betonen, dass es zwei von euch gebraucht hat, um uns das Wasser zu reichen. Euch ist wohl entgangen, dass ihr auch zu zweit seid. Dass ihr auch zu zweit seid. Werdet ihr uns jetzt endlich das rostige Schwert zurückgeben und damit aufhören, Pokémon zu deiner Maximierung zu zwingen? Darf ich kurz stören? Entschuldigen Sie, dass ich Ihr Gespräch unterbreche. Vorsicht, diese Männer sind gefährlich. Wie es scheint, war Ihre Infiltration des Labors erfolgreich. Gute Arbeit. Das ist eine Agentin? Kommen Sie die Wunschstirne? Ja, Meister Schildrich. Die beiden haben mir genügend Zeit verschafft, um alle Wunschstirne zu erbeuten. Moment! Was passiert hier gerade? Das kann ich doch nicht tun! Man hat uns wieder gegangen! Pachacha! Diese Rache ist so süß, dass ich meinen Tee später ohne Zucker trinken kann! Unser Kampf eben war nichts weiter als eine kleine Ablenkung! Der Sieg war bereits unser, bevor ihr eure Pokéball auch in der Hand hattet! Das ist reinste Kinderspiel! In diesem Sinne, Ade!
Bleib gefälligst hier! Warum haben Sie das getan? Tut mir leid, Professor Sanya. Sie haben mich also von Anfang an belogen? Mir blieb keine andere Wahl. Nur so konnten wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Alles zum Wohl unserer königlichen Blutlinie. WTF. Was für Schweine! So, bevor die Folge jetzt beendet wird, werden wir uns kurz die seltenen Karten anschauen. Das ist einmal von Yaro, die seltene Karte. Echt richtig cool. Da umarmt der Wolli. Kates Karte ist sehr elegant. Hat sie ein schönes Kleid an. Und schöne Schuhe. Und Schmuck. Und was immer. Und da war Kabus Karte. Da zeigt er seine brennende Liebe auf den Kampf. Oh, was immer. So, haben wir noch irgendwas Neues? Ich glaube nicht. Ne, ich glaube, das waren alle Karten, dann, die wir bisher gesehen haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir den Vollidioten dann wieder hinterher rennen. Genau.